Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade schon die Hailey Maus da hinten fertig gemacht. Ich mache mich jetzt fertig. Dann ziehe ich noch meinen Schmuck an. Ich bin nämlich schon angezogen, mir fehlt nur noch der Schmuck. Und dann starten wir in den Tag. Ich habe heute einen Banktermin, da nehme ich euch, also ich nehme euch nicht zum Banktermin mit, aber ich nehme euch heute durch den Alltag mit. Und ich habe euch auch gestern schon ein bisschen mitgenommen. Wir haben gestern die Kleine gebadet. Das blende ich euch aber im Laufe des Videos noch ein. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt schnell zu Ende ready. Ich möchte nämlich noch ein Reel drehen, weil ich Fake-Lashes aufkleben will. Wimpern-Extensions. Hallo, warum wird denn gemeckert? Die Musik geht sofort weiter. Meine Lashes kleben jetzt. Video dazu findet ihr auf Instagram. Ich habe euch dazu ein Reel gemacht und wir kümmern uns jetzt, oh, ich habe voll den Brillenabdruck, um meinen Schmuck. Ich bin jetzt mal rübergewandert zum Schminktisch. Ich habe nämlich neuen Schmuck hier überall und den wollte ich euch unbedingt zeigen, weil ich auch einen ganz, ganz tollen Rabattcode für euch habe. Und zwar ist der von Purelay. Vielleicht kennen die ein oder anderen von euch sogar schon den Mahina Club von Purelay. Und zwar ist das eine ganz, ganz tolle Aktion. Ihr könnt euch da aussuchen. Geht einfach auf die Purelay-Seite. Ich verlinke euch übrigens alles in der Infobox. Und könnt euch dann eure Laufzeit aussuchen. Das ist nämlich ein Schmuck-Abo. Das ist natürlich alles unterschiedlich vom Preis her. Und da gibt es halt mega coole Aktionen. Ihr habt zum Beispiel Zugriff oder Zugang zu dem Pre-Sale, zu Gewinnspielen, zu Sonderaktionen. Also ihr seid quasi etwas Besonderes bei Purelay. Außerdem kriegt ihr jeden Monat mindestens zwei exklusive Schmuckstücke, die einen Wert von mindestens 60 Euro haben. Also habt ihr das quasi dann auch schon wieder raus. Wisst ihr, wie ich meine? Mega cool. Ich habe persönlich auch ein Abo dort, ein Schmuckabo. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich finde das mega cool. Ich liebe generell den Schmuck von Purelay. Ich finde die Designs wunderschön. Ich finde die Haltbarkeit mega. Ich habe vor Jahren schon mal mit Purelay zusammengearbeitet und ich liebe es einfach immer noch. Und das Erste, was ich hier aus der Mahina Club Kollektion bekommen habe, ist hier eine wunderschöne Kette mit diesem schönen Anhänger. Und hier in dem Säckchen ist auch noch was drin. So sieht es übrigens aus. Die Verpackung. Mega, mega süß. Und in diesem Säckchen hier sind richtig schöne Ohrringe drin. So sehen die aus. Ich ziehe die mal an. Ich kann mir die richtig gut vorstellen, wenn man so eine Sleek-Frisur hat. Dann diese Ohrringe, vielleicht ein schickes Kleid dazu. Stelle ich mir sehr, sehr hübsch vor. Also ich bin natürlich ungeschminkt und habe auch kein schickes Kleid an und keine schicken Haare, aber die Ohrringe sind sehr, sehr schön, finde ich. Die machen auf jeden Fall was her. Und dazu habe ich ja die passende Kette. Und die ziehen wir jetzt auch mal direkt an, würde ich sagen. Das ist die passende Kette dazu. Okay, ich trage jetzt das falsche Oberteil. Aber ich finde das sehr hübsch. Passt sehr gut zusammen. Und was ich noch habe aus dem Mahina Club. Oh, wartet, Baby Maus weint. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe hier noch ein richtig cooles Charm zugeschickt bekommen. Kommt auch in so einem Säckchen. Das hier ist das Charm, richtig süß. Ansonsten habe ich mir selber noch ein paar Schmuckteile ausgesucht, wie zum Beispiel dieses Armband hier, was Herzchen hat und glitzert. Ist voll mein Ding. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, doch man sieht es ganz gut. Hier haben wir einfach ganz viele kleine Herzchen ineinander und das hier ist das Ende. Dazu gibt es natürlich auch die passende Kette und so, ne? Ist ja klar. Hey, Betty, was ist los? Dann kam noch diese wunderschöne Verpackung an. Und hier ist eine wunderschöne Kette drin. Und zwar die Ke Aloha Kette. Ich habe die gesehen auf der Website und ich war sofort, die ist wunderschön. Da habt ihr das Ke Aloha und da ist einfach so ein Herz mit einem Steinchen drin. Lieb ich. Man kann natürlich auch layern, ist ja klar. Sehr, sehr süß aus, finde ich. Oh, ich finde die Kette hier so süß. Aber ich verlinke euch sowieso alles, was ich euch hier zeige, in der Infobox. Genauso wie mein Rabattcode. Und zwar bekommt ihr mit meinem Code LAI-CC 10% auf eure gesamte Bestellung. Ich verlinke euch den Code, ich verlinke euch auch alles weitere in der Infobox. Wie gesagt, was auch noch eins meiner Highlights war, ist auf jeden Fall diese Kette hier. Und ich habe die in den letzten Tagen schon getragen, weil ich es nicht mehr abgewartet habe. Also ich konnte es nicht mehr abwarten. Und mir haben so viele von euch auf Insta geschrieben, woher diese wunderschöne Kette ist. Weil die ist so minimalistisch und trotzdem so schicki, wie ich jetzt sagen würde. Das ist einfach ein Herzchen in Gold und dazu ein Steinchen.
Um nochmal zusammenzufassen, ihr könnt diesen Monat noch beim Mahina Club beitreten für nur 25 Euro. Das habe ich auch gemacht. 25 Euro und ihr habt einfach schon einen Wert von mindestens 60 Euro. Also lohnt sich das auf alle Fälle. Und vielleicht nochmal für die Leute, die Pure Lay gar nicht kennen, ein paar Randinfos. Die Schmuckteile gibt es in Rose Gold, Silber und Gold. Aber ich bin aktuell Team Gold, muss ich ganz ehrlich sagen. Und außerdem ist alles wasserfest. Das heißt, ihr könnt damit duschen gehen, ihr könnt damit baden gehen. Da passiert rein gar nichts. Und ich finde, das ist bei Schmuck wirklich immer mit am wichtigsten, dass das einfach nicht abfärbt. Ne? Weil, sind wir uns mal ehrlich, das ist einfach übel nervig. Ansonsten habe ich meinen Ladies alle Infos. Gesundheit, Babymaus, Gesundheit. Ansonsten habe ich meinen Ladies alle Infos eigentlich gegeben. Wie gesagt, ihr habt ja eigentlich quasi nichts zu verlieren. Versucht es einfach mal mit dem Mahina Club. Ich verlinke euch alles dazu noch meine Infobox. Und wie gesagt, mit meinem Code LAI-CC bekommt ihr 10% nochmal auf euer Mahina Club Abo dazu. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich freue mich sehr auf meinen Schmuck jetzt die nächsten 2 Monate noch, muss ich sagen. Ich werde euch auf jeden Fall auch auf Insta oder so oder vielleicht auch hier auf YouTube zeigen, was ich bekommen habe. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Spaß dabei, auf der Pure Lay-Seite rumzustöbern. So, so viel dazu. Wir fahren jetzt erstmal los zu unserem Banktermin beziehungsweise zu meinem Banktermin. Ich glaube, ich werde diese Kette hier aber ausziehen. Das ist die aus dem Set mit den Ohrringen, was ich euch gezeigt habe. Trage heute mal nur die Kealoha-Kette. So Mädels, wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Wir waren auch noch ganz kurz bei Rewe, haben ein bisschen was eingekauft. Die kleine Maus liegt da hinten jetzt im Bett. Die habe ich gerade noch schnell umgezogen. Die hat heute so ein süßes Outfit an, so ein lilanes. Ich kann euch das hier mal einblenden. Das sah so süß aus. Aber ich habe jetzt was Kurzes angezogen zum Chillen. Ja, die hat gerade getrunken und schläft jetzt eine Runde. Und ich muss jetzt ein bisschen was erledigen. Unter anderem habe ich heute Morgen unsere Morgenroutine für euch aufgenommen. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist die auch schon als Reel online auf meinem Instagram-Account. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ich räume jetzt hier ein bisschen mit euch auf. Und dann wollten wir nachher nochmal zu Edeka eine Runde spazieren gehen und fürs Abendessen alles einkaufen. Und dann muss ich nachher noch dieses Video hier schneiden. Das ist so noch der Plan heute. Auf jeden Fall zum Thema Bank. Ich kann ja so ein bisschen quatschen mit euch, währenddessen ich hier etwas aufräume. Und zwar zum Thema Bank. Ich war dort, um mich beraten zu lassen, weil ich einfach so ein paar Infos mal haben wollte, wie das so ist. Also grundsätzlich wollte ich eigentlich, also ich musste so 2, 3, 4 Sachen klären und wollte grundsätzlich ein Sparbuch für die Kleine anlegen. Allerdings ist das mittlerweile so, dass man darauf überhaupt gar keine Zinsen mehr bekommt. Und der Mann meinte auch, dass das so mit das Schlechteste ist, was man machen kann, dass man dann eher andere Optionen wählen soll. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit ihm ausgetauscht und mich so ein bisschen beraten lassen, was für mich in Frage kommen würde und sowas alles. Ich habe euch das auch eben auf Insta erzählt und habe mir von euch so einen Rat und eine Meinung eingeholt. Und die Meinungen sind wirklich gespalten, muss ich tatsächlich sagen. Aber ja, ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich will mich auf jeden Fall noch genauer informieren, dass ich halt da gut mein Geld anlege bzw. investiere, gerade auch für die Kleine und auch für mich oder für uns besser gesagt, aber auch für sie, für die Zukunft, wenn sie sich was anschaffen will oder sowas. Dann hatte ich über einen Bausparvertrag nachgedacht, aber ich bin da noch so ein bisschen am Hadern und hin und her überlegen, was so das Richtige ist. Weiß ich halt noch nicht so richtig, aber ich werde mich mal mit dem Thema etwas genauer auseinandersetzen und ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wie ihr das handhabt, beziehungsweise was, wie oder wann, nee, wann nicht, aber was, wie, wo ihr was für eure Kinder angelegt, investiert habt oder wie auch immer, oder ob ihr das überhaupt gemacht habt oder ob das für euch gar nicht in Frage kommt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Außerdem, ich habe ganz vergessen, euch das einzublenden von gestern, Mädels. Ich wollte euch nur noch eine kurze Empfehlung geben. Ich habe gestern eine neue Netflix-Serie angefangen. Deswegen kam ich gestern absolut nicht ins Bett.
Ich bin um 2:30 erst schlafen gegangen, weil diese Serie sowas von spannend ist. Ich habe jetzt noch 2 Folgen, aber ich schaffe das leider nicht, die jetzt zu schauen. Das muss ich heute Abend machen. Und zwar Liebes Kind kann ich euch absolut empfehlen. Es geht um Entführung. Es ist sehr, sehr spannend. Falls ihr was zum Gucken sucht, schaut euch das an. Es ist allerdings eine Miniserie. Das ist halt immer so ein bisschen blöd. Viele sind da Fan von. Ich bin eher Fan davon, wenn ich viel zum Gucken habe. Aber kann ich euch empfehlen. Ist wirklich eine gute Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und ansonsten würde ich sagen, blende ich euch jetzt an der Stelle, ist halt etwas anders als sonst hier in den Vlogs, blende ich euch jetzt an der Stelle mal ein, wie unser gestriger Abend war. Wir haben nämlich gestern die Kleine gebadet und es war sehr, sehr schön. Auf geht's, auf geht's! Schnell rein, die Kaninchen! Komm mal schnell rein, schnell rein! Hast du was? Ja. Oh, ist die schön! Hi! Die Kaninchen! Ach, warte, ich geb's mir noch! Die Kaninchen! Das kann, die ist das kein Schatzi. War gestern unser Badetag. Es war voll süß. Also ich mache das immer so, sonntags ist immer Badetag bei uns und es war wieder sehr, sehr schön. Hey, die Maus ist wach und macht gerade Musik. Die haut die richtig in die Tasten. Ich habe ihr den Spielebogen jetzt einfach mal in ihr Bett reingestellt und sie feiert das total. Sonst mache ich sie eigentlich immer auf so eine extra Decke und mache den da drüber. Aber sie feiert das so auch total. Man merkt jetzt richtig so, die wird groß. Die wird jetzt so richtig so Kleinkind einfach. Ja, auf jeden Fall warte ich jetzt, bis sie die nächste Flasche haben will, weil die hat eben noch mal ein bisschen was getrunken. Und dann gehen wir dann eine Runde spazieren. Mit der Koko draußen, Mädel. Echt verdammt warm. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Friese, die sitzt auch auf jeden Fall. Ich habe gerade Sachen bearbeitet. Die Kleine kriegt gerade die Flasche und dann gehen wir gleich los. Normalerweise übernimmt das gerade mit der Flasche, damit ich mit der Koko schnell rausgehen kann. Ja. Mädels, wir sitzen jetzt unten. Ich wollte euch mal ein Update geben. Und zwar war ja eigentlich der Plan, ich habe ja als großkotzig erzählt, wir laufen gleich in Edeka. Ich warte nur, bis die Kleine noch die Flasche braucht. Aber irgendwie haben wir jetzt doch eine Planänderung. Es ist noch übel warm draußen. Die sitzt bei Mamalicious auf dem Arm gerade. Die hat auch schon die Flasche getrunken, aber es war einfach noch zu warm, um rauszugehen. Und deswegen haben wir das jetzt verworfen. Wir wollten eigentlich in Edeka, weil wir noch ein paar Sachen fürs Essen gebraucht hätten. Aber ich habe gesagt, ist was, wir fahren halt einfach mal zum Döner und holen uns was. Und dann mache ich das nachher alleine schnell, hole uns was und hole noch ein paar Getränke im Laden. Und dann ist es die einfache Option auf jeden Fall und ist entspannter. Und wir müssen nichts kochen. Dafür kochen wir morgen. Weißt du was, alles, was ich gesagt habe, nehme ich zurück. Wir gehen jetzt doch spazieren. Ich habe gerade gesagt, Mama, wollen wir nicht doch eine Runde spazieren gehen, mal in die Luft. Sie dann so, komm, wir gehen. Ja, jetzt mache ich den Wagen ready für die Kleine. Brauche noch irgendeine Kopfbedeckung. Die suche ich jetzt gerade. Ich bin echt müde, Leute. Ich habe sehr wenig geschlafen. Ich bin sehr müde. Oh, ist die süß. Guck mal hier. Die ist süß. Und Mädels, ich glaube, ich habe gar nicht erzählt, was morgen Sache ist. Morgen machen meine Cousine und ich Probetraining im Gym. Ich freue mich so darauf, es wird so lustig, ich weiß jetzt schon. Ich sollte mir vielleicht mal eine andere Frisur machen. Auf jeden Fall habe ich gerade hier einen Kinderwagen aufgebaut. Habe die Kleine reingelegt. Und das sieht so süß aus. Es ist halt noch voll warm, deswegen habe ich hier jetzt einfach so ein Spucktuch genommen und sie ein bisschen zugedeckt.
weil sie hat halt auch keine Strümpfe an, aber sie hat ein Mützchen an. Also, dass die Ohren bedeckt sind, auf jeden Fall. So, wir warten jetzt noch auf Mamalicious. Die schließt sich uns nämlich an. Und dann geht die wilde Maus los. Ja, ich bin richtig durch irgendwie. Guck, da sind wir. Hallo. Omi schiebt. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Oh. Wir machen die Heli Baby jetzt Bett fertig. Jetzt wird ein süßer Schlafi angezogen. Heute wird es der hier. Ich liebe den an ihr. Der ist sehr, sehr süß. Hey, hier wird aber nicht geweint, Madame. Hier wird nicht geweint. Ich glaube nämlich, der Hunger ist schon wieder da. Ich habe gerade so einen müden Punkt. Ich gerade mal kurz auf der Couch lag für 5 Minuten und habe meine Serie weitergeguckt. Willst du wieder quasseln mit der Mama? Ja. Ich habe euch ja erzählt, dass ich Liebes Kind geguckt habe und man kommt ja nicht mehr dazu, so Fernseh gucken, Serien gucken, ne? Wenn dann abends, wenn das Kind schläft, aber dann musst du halt auch selber irgendwo Schlaf nachholen, weil du kannst den ganzen Tag über nicht so im Arsch sein. Guck, wie groß sie einfach schon geworden ist, Leute. Ich kann das alles nicht mehr. Ich wollte eigentlich zum Döner fahren, Mädels, aber das hört zu. Nein! Mario hat sich geschnitten, deswegen suchen die gerade ein Pflaster. Auf jeden Fall liegen Bibi Maus und ich jetzt hier. Also, ich sitze, sie liegt. Ich bin gerade richtig müde. Ich habe uns jetzt was zu essen bestellt. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Pflaster. Darauf warten wir jetzt noch. Und dann geht's für uns auch ins Bett. Ich werde jetzt das Video noch schneiden. Ich hoffe, dass der Vlog euch gefallen hat. Wie gesagt, den Code und so findet ihr in der Infobox. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Passt auf euch auf und ich hoffe, euch geht's.